Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Metro Exodus. Guckt euch mal die Kackbratze da hinten an. Hier. Oh, ich hab getroffen. Und da wahrscheinlich nicht so geil. Ist mir egal. So, wir haben nicht viel Munition und ich verschwende extra noch welche. Das ist cool. Wir haben hier Ghule. So, auf jeden Fall kenne ich mich aus mit Ghulen. Ich spiele Fallout. Weiß, was zu tun ist. Ducken und nicht entdeckt werden. Ne, Dude? Hier ist es anscheinend nicht gelungen. Warum sie ihn nicht gefressen haben, weiß ich auch nicht. Mein Ghule. Wenn ich ein Ghul wäre, würde ich doch jemanden fressen, wenn ich ihn töte, oder? Oder würde ich ihn einfach liegen lassen und mich in Keks freuen? Ich weiß es nicht. Wir schauen uns hier auf jeden Fall um. Und ich weiß, dass hier ein bisschen was rumgammelt. Also passen wir auf. Am besten an Wänden entlang schleichen. Dann irgendwo reingucken. Und glücklich sein, dass man nicht tot ist. Das ist ein guter Plan. Finde ich gut. Ich habe die Waffe gewechselt. Ups. Das war nicht meine Absicht. Ja, ich muss sagen, bisher hat mir das Metro-Universum gefallen. Jetzt sind Ghule hier. Ich weiß nicht, warum, aber der Unterschied zwischen Humanoiden und nicht-humanoiden Gegnern ist irgendwie immer ein Riesenunterschied. Ich weiß nicht. Vielleicht, weil man denkt, dass Humanoide intelligenter sind. Immer aber Licht an, ne? Stell dir vor, da hätte jetzt einer gestanden und geguckt, hä? Licht? Was soll das? Ich weiß, ich könnte hier easy fix durchlaufen. Aber ich weiß nicht, was mich erwartet. Was schreit da überhaupt so rum? Okay, von da kamen wir. Das heißt, es gibt tatsächlich nur die Möglichkeit, hier lang zu laufen, ne? Oh, und safe. Nice, nehme ich. Ja gut, glücklicherweise nur ein Ghoul. Bin ich ehrlich gesagt recht glücklich mit. Aber wir müssen noch in die Richtung. Komme ich hier irgendwie rüber? Okay, vielleicht kommen wir irgendwie darüber. Oh, vielleicht hier durch. Ja, ich bin gleich da zum Helfen, aber ich gucke hier nochmal kurz rum. Oh. Da gehen wir gleich mal hin. Wir helfen kurz bei Crest. Crest ist übrigens ein hübscher Name. Ich kenne diesen Namen bereits. Aus einem anderen Universum. Aus, wie heißt das nochmal? Perry Roden. Hey! Such dir einen Weg aufs Gebäudedach! Ich lass den Kran für dich runter! Okay, du bist verdammt leise. Wollte ich nur mal anmerken. Müssen wir vielleicht doch durch den Eingang da unten? Es gibt hier auf jeden Fall sehr, sehr viel zu erkunden. Ich weiß nicht, ob es wirklich schlauer wäre, vielleicht durch die Kanalisation zu gehen. Ich sehe, okay. Wir vermeiden mal den Kampf gegen die Viecher. Ach, guck mal, den hätte ich noch erschießen können. Weißt du was, ich mach's auch. Das gönne ich mir. Schön leise. Komm, Köpfchen, Köpfchen, zack. Weil ich kann. Oh oh. Vielleicht nicht die beste Idee gewesen. Okay, alles wird gut. Ich fürchte, ich habe schlechte Ideen. Okay, hier dürfte ich in Sicherheit sein. Oh Scheiße, die können klettern. Oh Gott. Oh nein, was habe ich getan?
Mein Bein juckt. Oh! Darf ich jetzt kratzen? Danke. Oh, das ist doch schlimm. Oh, oh, oh. Scheiß Timing, ey. Okay. Irgendwie wackelt mein Charakter so ein bisschen rum, habe ich das Gefühl. Bin ich jetzt safe? Hast du irgendwas dabei? Weißt du, die haben nicht mal was dabei. Wenn es wenigstens sich lohnen würde, die umzubringen. Habe ich die jetzt alle Ghule vernichtet? Das wäre nice. Dann gehe ich hier jetzt gerade umsonst hier hoch. Aber ich schleiche mal trotzdem. Ach komm mal, da liegt jemand. Oh. Der wirft mit Sachen auf. Mich. Okay, da sind noch ein paar Kollegen. Verdammt. Was machst du für Geräusche, sag mal? Ich glaube, ich habe jemanden hinter mir gehört. Ich höre ganz, ganz viele. Ach du Scheiße. Dir geht's gut, ja? Vielleicht ein bisschen zu laut. Oh mein Gott, das sind so viele. Ich habe Fehler begangen. Ich gebe es zu. Oh. Wie viele denn noch? Ich höre immer noch welche. Es wurden Fehler begangen. Ich gebe es zu. Vielleicht nicht so schlau gewesen. Blute ich jetzt langsam? Ich weiß es nicht. Ich bin jetzt auf jeden Fall in Sicherheit. Höchstwahrscheinlich habe ich alle umgebracht. Ist nur eine Vermutung. Was ist das? Ist das ein Gehstock? Okay. Ein Schlagstock eher wahrscheinlich. Eine Tasche. Eine Tasche, die man nicht aufmachen kann. Ich höre immer noch einen. Nette Gerätschaft. Nehme ich. Ist wahrscheinlich dieselbe Waffe, die ich gerade hatte, aber... Ich glaube, da ist ein Schalldämpfer dran. Vielleicht sollte ich einmal ganz kurz die Gelegenheit nutzen. Hab so das Gefühl, dass ich so langsam verblute. Und, auf meine Tasche zu greifen, wenn ich hier schon relativ sicher bin. Und mal meine Waffe angucken. So, Standardlauf, Mündungsbremse, perfekt. Bietet eine ordentliche Zielgenauigkeit, ohne dabei schwerfällig zu sein. Ja, nice. Zielvisier. Ich weiß gar nicht, ob ich ein Zielvisier brauche. Mal testen hier. Vielleicht. Ich weiß es nicht. Ich bin ehrlich gesagt kein Fan von Zielvisieren. Es sei denn, ich habe einen Sniper in der Hand. Ja, wir werden die erstmal raufmachen und hoffen, dass wir eines Tages, ja, ein besseres Zielvisier finden. Vielleicht ein Rotpunktvisier. Würde mir persönlich reichen. Ich glaube, ich habe sie alle getötet. Bis auf ein, zwei vielleicht. Na gut.
Bin hier. Ich hab nicht mehr viel Munition. Wolltest du mal gesagt haben. Ich dachte, ich habe sie alle umgebracht. Wozu töte ich sie denn alle? Das war ein Headshot? Ist der tot? Ich glaube, der ist tot. Er ist weg! Oh, er ist tot! Oh, guckt euch das arme Würstchen an. Komm hier hoch! Du bist nicht schlecht, Bruder! Das war irre! Diese Mutanten sind ziemlich heftig. Die Dorfbewohner hatten keine Chance gegen sie. Aber du hast sie einfach abgeburkst. Nun, freut mich, dich kennenzulernen. Ich heiße übrigens Crest. Gehörst du zu diesem Zug? Ich wette, die Einheimischen wollten nicht mal mit dir reden. Haben direkt das Feuer eröffnet, oder? Natürlich. Diese dummen Mistkerle. Ich bin schon lang genug hier, um zu wissen, wie das Spielchen läuft. Die haben da einen Kult. Glauben, dass Technologie die alte Welt zerstört hat. Daher sind sie hier nicht gerade freundlich zu klugen Typen. Und ich? Sie wollten mich gerade einsperren, als ich mich bereit erklärte, gegen ihre elektrischen Dämonen zu kämpfen, um für meine Sünden zu büßen. Denn offensichtlich steckte ich mit dem Satan unter einer Decke. Und was für ein Satanist ich bin. Ich habe mein ganzes Leben lang gehandelt und Loks repariert. Und jetzt reise ich nach Osten. Ich bin diesen Teil des Landes leid, es gibt hier nichts mehr zu tun. Die Städte sind weg und überall lauern Banditen und Bestien. Auf der anderen Seite der Wolga ist jedoch viel Platz, gibt viele Möglichkeiten. Also kam ich mit meiner Motordresine voller Waren her und hoffte, auf dem Weg nach Osten gute Geschäfte zu machen. Ziemlich dumm von mir. Ich kann von Glück reden, mit dem Leben davon gekommen zu sein. Wie auch immer, seit eurer Ankunft habe ich wieder diesen kleinen Plan im Kopf. Alleine könnte ich ihn nie durchziehen, aber wenn ihr auch nach Osten wollt. Nach allem, was ich durchs Fernglas erkennen kann, ist es ein Wunder, dass eure Lok noch fährt. Übrigens, nimm das Fernglas. Ich zeig dir, wo alles ist. Schau zuerst zur Brücke. Siehst du den Abschnitt oben? Wenn der Notmechanismus noch funktioniert, wird er heruntergelassen. Katja aus der Kirche kennt das genauer. Ich selbst bin nie auf der Brücke gewesen. Dort, zur Rechten, der riesige Hangar. Das ist das Terminal. Die Kultisten betrachten es als heiligen Ort. Da sind lauter Graffitis. Ihr Zarfisch lebt dort, weißt du? Dumme Idioten. Noch weiter rechts, siehst du das Gebäude bei den Waggons? Das war mal das Zugdepot. Jetzt gibt es da ein paar Banditen, aber der Ort an sich ist nicht schlecht. Der Bereich daneben ist auch nicht übel. Dort kann man gut jagen und so. In der Gegend habe ich mehrere sichere Lager aufgeschlagen. Wenn du sie findest, kannst du dich dort ausruhen und deine Ausrüstung reparieren. Es sei denn, du verbringst deine Nächte lieber am offenen Lagerfeuer. Komm schon, jetzt zeige ich dir mein Zuhause. Kann ich irgendwie ranzoomen, ja? Ach, ich. Die. Achso, okay. Dann komme ich mal runter. Mir geht so langsam die Munition noch aus. Wir müssen uns irgendwie mal versorgen. Oh. Und hier lebe ich. Ist zwar kein Palast, aber hier ist ein Bett. Falls du also müde bist, fühl dich wie zu Hause. Ich habe eine Werkbank zum Basteln gebaut. Wenn du Munition oder Granaten brauchst, kannst du dich an den Rohmaterialien bedienen. Du kannst von hier alles haben, was dir gefällt. Ich kann eh nicht alles mitnehmen. Na los, nicht so schüchtern. Ich muss sagen, richtig geiles Zuhause. Das ist eins der sichersten Orte, die er sich überhaupt hätte aussuchen können. Geil. Ich muss dir sagen, dass das hier nicht nur ein hübsches Gesicht ist. Hier oben drin ist eine Menge Wissen gespeichert.
Und sieh dir diese Hände an. Die wissen, wie man repariert. Bei mir solltest du nicht lange überlegen, ob du mich mitnimmst. So, die Werkbank. Erstmal Licht ausmachen. Ich mach's dir schön mollig kalt hier. Am wenigsten habe ich für die Waffen noch ordentlich Munition, aber hier sieht's mal aus. Gekauft, bevor die Arschlöcher mich davongejagt haben. Diese Seilrutsche führt nach unten. Einfach einklinken und los geht's. Diesen Schwachköpfen hat meine Taschenlampe nicht gepasst. Seitdem darf ich weder Dorf noch Brücke betreten. Ich will noch nicht, ich wollte an die Werkbank. So. Aber du solltest wohl besser nicht sofort einen Kampf gegen sie beginnen. Sie haben eine Gehirnwäsche hinter sich und machen sich bei deiner Ankunft vermutlich vor Angst in die Hose. Ich wette, die würden glauben, dass der jüngste Tag gekommen ist. Und gerade noch rechtzeitig. Oh, ein bisschen Munition auf jeden Fall herstellen. Bei den Bestien ist das jedoch anders. Nimm zum Beispiel diese hässlichen Mutanten von vorhin. Einer davon ist kein Problem, aber triffst du auf ein Rudel, solltest du laufen. Einmal musste ich alles wegwerfen, um davon zu kommen. Und dabei hatte ich wirklich Glück. Ja. Die Schweinehunde sind schlau. Sie werfen Steine. Das tut höllisch weh. Das waren Ziegelsteine. Ziegelsteine. Das tut nicht weh, das tötet. Aber Menschen sind immer schlimmer. Neulich kamen ein paar Banditen her. Keine Ahnung, was die wollten. Sie gingen erst gar nicht zur Brücke oder zum Dorf. Sie saßen nur hier und warteten auf irgendwas. Das bedeutet sicher nichts Gutes. Auf den Tod? Auf den da hinten? Ich weiß es nicht, aber wir ziehen durch. Sollten wir nicht überreden, herzukommen? Mitzukommen? Oh. Nee, ich muss woanders hin. Okay, alles gut. Aber ehrlich gesagt, wollten wir eigentlich noch in das düstere Undertown. Dafür müssen wir allerdings wieder runter. Ich möchte auf jeden Fall noch da runter gehen. Definitiv, Sir. Kann ich mal was nehmen mit dem? Nein, okay. Achtung, Sam, Samir, bitte melden. Anna ist weg. Irgendwelche Ideen? Weiß jemand irgendwas? Sie wollte sich die Antennen etwa 200 Meter von der Aurora entfernt ansehen. Meinte, sie hätte da etwas gesehen. Alleine? Was zum Teufel? Und was habt ihr alle gemacht? Artyom, geh sofort dahin. Reißt euch zusammen. Leute, hier laufen vielleicht keine NATO-Truppen mehr rum. Das heißt aber nicht, dass ihr euch wie ein Haufen Touristen verhalten könnt. Miller, Ende und aus. Oh, nein, 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 nein. Ich sagte, oh Gott. Ja klar, mach doch einfach die Tür auf. Ist schon okay. Sieht das Viech, weißt du, denkt sich einfach, ja, YOLO. Ah. Abgeschlossen. Was zum... Okay. Kann man nicht töten? Offensichtlich schon. Oh, neue Notiz. Wir haben eins vergessen in der Wolga. Und Winter. Oh Gott. Winter war bestimmt die Pause, die wir gemacht haben. Ach, egal. Daria, du hattest recht. Sie wachsen wirklich ungewöhnlich schnell. Ich habe gerade zwei aus dem Wurf vom letzten Jahr wiedererkannt, die mittlerweile ausgewachsen sind. Das ist erstaunlich. Packt das Aufnahmegerät und die Batterien ein. Wir schlagen hier die Zelte auf. Das ist eine perfekte Stelle für Beobachtung. Übrigens, wo du schon mal dabei bist, gib Michael eine Tollwutimpfung. Er wurde gebissen. Besteht darauf, dass das nichts Ernstes ist, aber um sicher zu gehen. Ich konnte ihn zum Glück dazu bringen, dich und die Ausrüstung zu holen. Ich warte hier auf euch.
Ist immer noch? Das war nur für kurze Zeit, ne? Okay. Gut, abschießen, keine gute Idee. Aber ich habe so das Gefühl, dass die nach mir greifen oder explodieren werden. Ach, ich kann sie ernten. Oh. Oder ich kann sie als Waffe verwenden. Das müssen wir uns merken für die Zukunft. Und hier ist der Rückweg. Das ist laut. Und verzögert. Ich höre hier irgendwas. Irgendwer atmet hier sehr stark. Das bin nicht ich. Kommt das von da oben? Ja? Kommt es. Wir bleiben mal hier unten. Ich dachte, ich habe sie alle getötet. Was hab ich denn, wozu habe ich meine ganze Munition verschwendet? Okay, ist tot. Wollte nur sicher gehen. Also ich glaube, wir werden hier eine ganze Menge schleichen. Ich werde einen Scheiß tun und mich mit denen anlegen. Davon könnt ihr ausgehen. Plötzlich regnet es. Gut. Ich will auf jeden Fall mehr von diesen Pilzen sammeln. Und die wachsen höllisch schnell nach irgendwie, oder? Kommt mir das nur so vor. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Dann wären wir, glaube ich, in der Lagerhalle, ne? Ja, sollen wir? Sollen wir nicht? Ich weiß es nicht. Ich tue es einfach mal. No risk, no fun. Nein! Mach ich nicht. Ist ja in Ordnung, wenn man da irgendwelche Sachen findet, aber anscheinend spawnen die sehr schnell nach. Genauso wie diese Büsche. Oh ne, ich gehe da durch. Ah. Und die sind laut. Oh, hier schleiche ich lieber ein bisschen. So, wo müssen wir hin? Wir gehen also einfach nur zurück. Okay, das kann ich. Wie spät ist denn das jetzt? Nein, ich wollte die Maske ausziehen. Danke. So ein bisschen frischer Regen tut bestimmt gut. Okay. Ich weiß nicht, wie viele hier noch rumlungern. Kann sein, dass sie auch nur da hinten im Gebiet rumlungern. Wegen dem. Vielleicht dachten die, dass das ein gutes Essen ist. Warum muss das jetzt so stürmen? Oh, okay. Auf Wasser müssen wir heute verzichten. Aber ich hoffe, die sind nicht respawned. Weil ich will so wenig Munition wie möglich verschwenden in diesem Spiel.
Scheiße, Mann. Wird gesehen, oder? Kann das sein? Wie kann das sein, dass ich in diesem Sturm so auffalle? Das ist doch unmöglich. Na komm, gehen wir erstmal kurz hier rein. Vielleicht schlafen wir mal einen Tag drüber, dass das aufhört. Hat zwar alles so seine Vor- und Nachteile, aber ihr wisst Bescheid. Wozu sich den Stress machen? Ihr wisst tagsüber schlafen. Zack. Anna kommt zurecht, 24 Stunden. Oh. So, ich hoffe, alle leben noch. Ich hatte meine Erholung. Alles ist neu gespawnt wahrscheinlich. Ich bin eigentlich genau da, wo Anna sein sollte. Hier. Ach! Okay. Artyom, ich hab dich rufen gehört. Es war so schön da. Aber ich hab dich gehört und konnte dich nicht verlassen. Bleib erstmal hier, ne? Ich mach das schon, Schätzelein. Ja. Frauchen macht wieder Scheiße. Ich muss ausbaden. Wie in der Realität. Nein. Ich hoffe, sie hört mich nicht. Sie ist zu Hause. Gut, ich vermute mal, wir kriegen es wieder mit Spinnen zu tun. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann werden wir dieses Rädchen drehen. Haut rein, euer Zero. Tschüss.